Wir haben mit Andreas Juchli von JDMT Medical Services einen Blick in die Kristallkugel gewagt und darüber geredet, mit welchen Veränderungen und Entwicklungen aus seiner Sicht in diesem Jahr zu rechnen ist. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Trends. Eine Situation oder eine Ausgangslage ist, dass die Firmen selber immer weniger Ressourcen haben, um sich organisatorisch darum zu kümmern. Wo früher bei einem grossen Unternehmen mehrere Leute damit betraut waren, die erste Hilfe zu organisieren, sind es häufig noch das Neupert. Und das soll quasi definieren, wie sie das umsetzen und sich selber noch kontrollieren. Es geht irgendwo nicht auf. Das Zweite ist sicher, dass einfach die Leute weniger zur Verfügung stehen, also der Fachkräftemangel bei der ersten Hilfe auch ankommt. Und dann die Frage ist, können wir uns beispielsweise Evakuations- und Erste-Hilfe-Organisationen leisten. Wir haben dort das Modell entwickelt, dass quasi eine Notfallorganisation kannst machen, die halt die verschiedenen Notfälle kann bedienen. Das heisst also, aus Betriebssanitäter und Evakleiter werden jetzt sogenannte Emergency Operator, die in einer einzigen Organisation zusammengefasst sind? Genau, also das ist sicher etwas Neues. Langjährige Kunden von uns, grosse Unternehmen, haben bis kurzer Zeit gesagt, nein, wir wollen bewusst Evac und Erste Hilfe. Sind einfach, Erste Hilfe ist die häufigste Einsatzform und Evac ist auch etwas, was du so als Notfallorganisation organisieren musst. Die haben bewusst gesagt, das muss trennen voneinander. Nicht damit, sonst verheben sie es irgendwo nicht. Und dann hat man aber gleich festgestellt, uns fehlen die Leute dafür. Und ehrlich gesagt, wenn du ein Evac hast, brauchst du auch die Erste Hilfe. Hast du die auch aktiviert. Und rein vom Fachlichen her kannst du das sehr wohl machen. Vom Vorgehen her haben wir können zeigen, dass das sehr einheitlich geht. Und ja, ich bin der Meinung, das muss nicht in jedem Betrieb so sein, aber für viele Betriebe ist das eine sehr effiziente Form, effizienter auf dem Organisationsaufwand, zeigen, ich habe eine Notfallorganisation. Weil es gibt ja dann irgendeinen anderen Notfall, wo man noch stattfinden kann, wo einfach sagst, ich möchte Leute, die strukturiert mit einem gewissen Teamverhalten sich in einem Ereignis entgegenstellen, bis zum Beispiel eine Blaulichtorganisation da ist. Und das ist einfach zweckmäßig, wenn du da quasi ein Werkzeug für alle Fälle hast. Natürlich sind die Ereignisse selten, aber wenn sie passieren, entscheidet das, wie wir organisiert sind, über sein oder nicht sein. Und doch bisweilen in den Gesprächen erlebe ich zu wenig, wünschte ich mir mehr, dass meine Ansprechpartner sagen, ich will einfach nicht, dass wenn etwas passiert, dass es dann entsprechend einfach schlecht funktioniert und darum vielleicht die Person stirbt. Das ist mir besonders wichtig. Notfälle, die können stattfinden. Durch eine gute Organisation können wir das Risiko, dass es schlecht rauskommt, günstig beeinflussen. Und wir sollten uns alle auf die Fahne schreiben, auch im 24, dass wir halt einfach miteinander noch viel stärker werden. Eben, du hast initial gefragt, wer ist ein geeigneter Emergency Operator? Das sind wir alle, weil wir alle sollten können mit Notfällen umgehen, egal ob es am Arbeitsplatz oder irgendwo im Privaten ist. Mehr zum Thema lesen Sie wie immer auf safety-security.ch.